the hours in the day. I have no answers now, but this much I can say. I'm going to eat him till the stars will run away. Wünsche ich einen wunderschönen guten Abend hier vom Wiener Rathausplatz zu Ihnen nach Hause an den Bildschirm Ihres Vertrauens. Wo auch immer Sie sich befinden, wir freuen uns sehr, dass Sie heute Abend mit uns sind. Die Festwochen wurden gerade vom Herrn Stadtrat offiziell und formell eröffnet und nun ist es meine ehrenvolle Aufgabe, Sie durch diesen Konzertabend zu begleiten. Ja, dieses Konzert habe ich begonnen mit Where do I begin? Zu Deutsch, wo fange ich denn eigentlich an? Dafür habe ich meine Moderationskarten. Ich habe in den letzten Wochen und Monaten sehr, sehr viel erlebt. Ich bin vom Opernhaus in Sydney bis hin zum Brucknerhaus in Linz gereist und durfte mit vielen Orchestern musizieren. Und heute ist es mir eine besondere Ehre, zum allerersten Mal mit den Damen und Herren, die Sie eingangs schon gehört haben, zum ersten Mal zu konzertieren. Bitte einen warmen Applaus. Begrüßen Sie mit mir die Wiener Symphoniker unter der Leitung von Peter Pejcik. Freue ich mich auf eine sehr hochkarätige und auserlesene Schar an Künstlerinnen und Künstlern, die alle mit ihrer Weltoffenheit und Virtuosität die Lebensart dieser Stadt widerspiegeln. Denn die Vision des heutigen Abends vom Festwochenintendant Thomas Zierhofer-Kinn war und ist Love, Respect, Acceptance, also Liebe, Respekt und Akzeptanz. Unsere ersten Gäste auf dieser Bühne repräsentieren genau das. Meine Damen und Herren, wir kommen gleich in Genuss, Mutsuloa zuzuhören. Das ist die Verbindung zwischen der Musik von Wolfgang Amadeus Mozart und den traditionellen Zulu-Klängen von Simbabwe. Das folgende Stück, das wir gleich hören werden, wurde nicht von Mozart, als Basis genommen. Nein, wir reden vom Meister der Wiener Klassik. Bitte genießen Sie nun Mutsuloa mit einer Interpretation von Joseph Haydns Minuett in F-Dur.